Und damit seid begrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Ingelbim zu einem neuen Part. Pokémon Let's Go Evoli mit dem Zwergenfürst. Hier aus der Arena von Vertania City. Die letzte Arena, die achte Arena, der 8. Arena-Orden. Die Arena haben wir im letzten Part durchgestanden. Sind wir hier durch die Warpfelder durch. Da haben wir uns gegen die Trainer behauptet. Heute geht es hier direkt weiter zum Boss der 8. Arena-Leiter. Der Boss der letzten 8. Arena. Ja, ich würde mal sagen, auf geht's. Wir sehen ihn schon dort. Giovanni wartet auf uns als letzter 8. Arena-Leiter des 8. Ordens. Geht's. Team ist kalt. Hervorragend. Es ragt hervor. Los geht's. Let's go. Okay, im Hintergrund laufen irgendwelche Credits. Alles klar. Okay. Ein wunderhübscher Raum hast du hier, Giovanni. Snob. Snobbly Cat. So, reden wir mit ihm. Mit dem Giovanni. Chef. Willkommen in meinem Versteck. Hier wollte ich bis zu dem Tag verharren, an dem die Brücke wieder auferstehen würde. Aber du hast mich gefunden und schon wieder durchkreuzt für meine Pläne. Was versteckst du dich auch in der Arena von Vertania City? Ich meine, ist jetzt ja gut, dass man da gefunden wird. Tja. Du lässt mir einfach keine andere Wahl. Und letztes Mal habe ich mich noch zurückgehalten, doch heute kenne ich keine Gnade. Nun denn, auf ein neues Werdezeugen der Fähigkeiten von Giovanni, dem größten aller Trainer. Na, schauen wir mal, wer hier der größte aller Trainer ist. Giovanni mit 4 Pokémon. Das ist außergewöhnlich für eine Arena-Netter. Die letzten hatten nur 3er. Die bisher. So, Pepe wird als erster in den Kampf geschickt. Wir versuchen es mal. Blatt kann nämlich tatsächlich auch, also Pflanze kann tatsächlich auch effektiv. Blatt liegt nicht auf Blatt. Wahrscheinlich wegen Rasierblatt. Ja, wie ihr seht, Pflanze kann tatsächlich auch effektiv auf Boden-Pokémon sein. Pokémon, Boden-Pokémon werden hier eingesetzt. Ja, allerdings Erzbeben und so weiter. Dafür ist Pebble noch ein bisschen zu schwach. Ansonsten, ja gut. Ja, Kampf der Giganten. Diktri gegen Diktri. Hallo, da Diktri gegen Diktri. Das muss man schon so sagen. So. Na komm, Schaufler. Na komm, die paar KP, die kriegen wir noch hin. Wäre doch wohl gelacht. Ja komm, vergrab dich. Na komm. Was kriegst du hin? Diktri. Nein, Diktri. Komm, Diktri vs. Diktri. Der gewinnt. Na komm. Erdbeben. Wirkt doch unter der Erde. Ach du Scheiße. Daran habe ich jetzt nicht gedacht. Das Erdbeben auch bei Schaufler wirkt. Das hatte ich jetzt nicht mit einberechnet. Ja, Schande. Ein Glurak vielleicht? Na komm, das wird doch jetzt wohl nicht daran scheitern. Oh wei. So, jetzt mal die Y-Entwicklung. Können wir auch mal ausprobieren. Drachenwut. Na komm, macht alle. Mega Y-Glurak. Mach es alle, bring es zu einem Ende. Na komm, lass dich nicht so leicht besiegen. Die paar KP, jetzt können wir jetzt auch nicht mehr reden. So, alles gut. Alles gut ist noch nicht. Alles klar. Ich rede halt auch, ich rede auch wieder Schwachsinn. Ja gut, dann bringen wir diesen Kampf hinter uns. Wir geben unser Bestes.
Flammenwurf. In der Hoffnung, dass es was bringt. War wohl nicht so effektiv. Steinhagel. Das war effektiver. Ja, und Paket besiegt. Das war's mit Mega. Mega Kit. Mir ist gerade das Wort Kurak nicht eingefallen. Ja, das ist. Ich weiß auch nicht, was halt mit mir los ist. So. Geowurf, na komm. Das kann doch nur effektiv sein. So, na komm. Ja, so viel dazu. Das kann nur effektiv sein. Erdbeben. Nein, nicht Erdbeben. Erdbeben ist eine schlimme Attacke. Ja, gut. So viel dazu. Dazu so viel. Evoli, na komm. Setz alles auf dich. Du bist mein tapferer Kämpfer. Risikodeckel. Na komm. Das muss doch irgendwie gehen. Auwei. Ich sehe es schon kommen. Kacke. Du bist wirklich stark. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Mein Gegner ist wirklich stark. Auweia. Oh weh, oh weh. Wir sind so am Arsch. Das Arktos das Ganze jetzt rettet, das sollte jetzt nicht die Selbstverständlichkeit sein. Wir haben noch ein paar Tränke, ein paar groß geschrieben. Auweia. Zwei Tränke, einer jetzt noch. Auweia. Ich hab Angst. Das war dann erst die Hälfte. Marizoros tatsächlich mal besiegt bekommen. Flackerband vielleicht. Hilft ja nichts. Au Kacke, das hilft ja wirklich nichts. Doch Verbrennung, das ist zumindest etwas wert. Halt's durch, Becky, halt's durch, halt durch. Wow, sehr gut durchgehalten. Na komm. Das kriegen wir doch noch hin. Na komm, Blitzersturm. Alle Attacken ausprobiert. Mach es alle. Na komm. Vertrau auf dich. Aber beide soll das bei der Top 4 werden. Oh je, oh je, oh je, oh je. Neoking. So, da waren es noch zwei. Dieses war der vorletzte Streich. So. Ein Trank vielleicht. Supertränke haben wir noch mit dabei und Stopptränke. So ist es nicht. Na komm. Hypertrank. Los. Heile Blecki. Heile, heile, heile. So, Warnruf von Zwergfee. Ja, was auch immer. Na komm. Na komm, Attacke. Ich hab mir auf die Zunge gebissen. Ah. Und los geht's. Na komm. Ich bin angespannt. Wie nix. Prezone. Na komm, mach's alle. Unser ganzes Team ist schon im Eimer. Naja, fast unser ganzes Team. Ich weiß echt nicht, was ich einsetzen soll, was hier effektiv ist. Ich schmeiß einfach wild mit der Rache an mich. Versuch's einfach. Erdbeben. Halt's durch, Blech, halt's durch. Mein Emoli. Sei stark. Wir schaffen das. Flackerbrand. Na, vielleicht bringt das was. Ein bisschen. Verbrennung. Verbrennung ist immer gut. Na komm. Halt's durch. Sei stark. Das hält sehr gut durch. Na. Na komm. So. Noch einmal Risikodecke, dann haben wir es. Nein, dann haben wir es nicht, aber dann sind die meisten der Pokémon schon besiegt. War es noch eins? Neoking. Geh schlagen. So, mal raten, wer jetzt kommt als nächstes, welches Pokémon jetzt als nächstes in den Kampf geschickt wird. Ich habe da schon so eine Ahnung.
eine gewisse Vorahnung. Hab doch so recht, ein neues Level. Was, Nidoqueen? Was mit seinem... mit der Mautzieher-Entwicklung? Mir gerade nicht einfällt. Ich bin zu angespannt, um nachzudenken. Na komm, kämpfe bis zum Schluss, Becky. Was ist das hin? Na komm, na komm. Den letzten Arena-Kampf. Das Finale auf der langen Odin-Jagd. Der langen Jagd nach dem Odin der Kanto-Region. Wird es nun ein Ende nehmen? Das Finale. Ja, das hat doch mal wohl nicht zu viel gebracht. Erzbeben. Halte durch. Bitte halte durch. Nice. Blick ist stark. Die Macht ist stark. Evoli. So, wie wär's mit Quälzone? Na komm, die Verbindung glückt schon. Quälen wir es weiter, das Snowqueen. Oh wei. Volltreffer. Ich habe das Gefühl, dass Giovanni auch nicht wirklich alles gibt. Er setzt sein Lieblings-Pokémon nicht ein. Sein Haupt-Pokémon. Ich hätte gerne einen Trank. Wie wär's mit einem Drop-Trank? Das kann ich jetzt gebrauchen. Verschwenden wir den hierfür. Könnte man für die Top 4 gut gebrauchen, aber ja, jetzt ist es wichtiger. So, Blacky ist dankbar. So, Attacke. Nidoqueen ist gleich besiegt. Ich versuch's mit Risikodeckel. Risikodeckel ist ein Risiko, aber es ist trotzdem Deckel. Was? So. Nidoqueen besiegt und, ja, Giovanni besiegt. In 18 Arena-Letter besiegt. Samus. Arena-Letter besiegt. Keuch. Okay, das war hart, aber fair. Und keine Werbung für TV-Sendungen machen. Du gewinnst 8000 Pokémon-Dollar und kriegst siegreich aus dem Kampf gegen den letzten Arena-Leiter der Kanto-Region gegen Giovanni. Aus dem Kampf gegen Giovanni hervor. Du hast gewonnen. Hier, nimm den Erdorn als Zeichen meiner Anerkennung. Zenais, den letzten Arena-Orden. Du erhältst den Erdorn von Giovanni. Mit dem Erdorden werden dir alle Pokémon gehorchen, egal welchen Level sie haben und welcher ihr Originaltrainer ist. Er beweist, dass du einem beachtlichen Pokémon-Trainer herangewachsen bist. Damit erfüllst du die Voraussetzung, um dich der Pokémon-Liga stellen zu dürfen. Die TM gebe ich dir ebenfalls auf den Weg. Erzbeben. Ja, sehr nice. Das kann man durchaus gebrauchen. Du verstaust das Item in der TM-Box. TM 41 erhält das die Attacke Erzbeben. Wenn du sie einem Pokémon beibringst, kann es ein mächtiges Beben auslösen und dem Gegner damit großen Schaden hinzufügen. Ich habe sie vor langer Zeit hergestellt. Damals war ich hier noch Arena-Leiter. Nach so einer Niederlage kann ich von meinen Untergebenen nicht länger erwarten, dass sie mir folgen. Team Rocket gibt es ab dem heutigen Tage nicht mehr. Ich löse es hiermit auf. Alles, was bisher über Pokémon zu wissen glaubte. Ich werde mein Leben als Pokémon-Trainer noch einmal ganz von vorne beginnen. Vielleicht sehen wir uns ja eines Tages wieder. Leb wohl. Okay, haben wir den 8. Arena-Orden, haben wir Giovanni besiegt und ja, haben wir Team Rocket besiegt. Sehr nice. Haben wir die Bedingungen für die Top 4. Zumindest von den Orden her. Von der Teamstärke. Naja.
Oh, hier werden wir wieder und Blau kommt direkt zu uns, um uns für den Sieg zu gratulieren. Nicht schlecht, Kollegin. Mensch, damit hatte ich echt nicht gerechnet. Ich meine, wer hätte gedacht, dass eine Pokémon-Arena mal als Unterschlupf für Verbrecher dienen würde? Okay, hör zu. So geht das nicht weiter. Ich lasse mich normalerweise ungern auf irgendwas festnageln. Aber die Leute hier wollen eh schon seit Ewigkeiten, dass ich den Job übernehme. Jetzt habe ich mal lange genug gedrückt. Es wird Zeit, dass diese Stadt endlich wieder einen vernünftigen Arena-Netz kriegt. Ich dachte schon, ich muss gegen ihn kämpfen. Mein Team ist komplett am Boden. Das wäre nichts geworden. Aber heute kümmere ich mich um die Arena von Vertania City. Nur wenn du gegen mich gewinnst? Nee, komm, das kriegst du schon hin, das kriegst du. Ich muss Pokémon Helm, Pokémon Center. Hilfe? Das machst bestimmt gut, ganz gut. Du brauchst nicht gegen mich zu kämpfen. Du geh einfach durch, stell dich dorthin und vergammle dort am Arena-Leiter-Posten. Das frage ich mich übrigens auch immer, was die da die ganze Zeit machen. Die stehen die ganze Zeit nur an diesen Posten rum und vergammeln. Aber selbstverständlich, wenn ein Supertrainer wie ich hier nach dem Rechten sieht, hat die Kantorregion nichts mehr zu befürchten. Es ist dann Zwergenfee. Auf geht's, der Pokémon-Liga. Die Top 4 wartet auf dich. Folge einfach Route 22 westlich von hier und du kannst sie nicht verpassen. Lass dich nur ja nicht von irgendwelchen Titeln einschüchtern. Zeig ihnen, was du drauf hast. Dann müssen wir ihn also nicht besiegen im Kampf. Ich weiß nicht, hätten wir das hier wirklich auswählen können? Hätten wir hier sagen können, kämpf gegen mich? Das wäre mal interessant. Aber gut, das wäre jetzt ein bisschen blöde gewesen. Nach der Arena auch noch mit Blau zu kämpfen. Das wäre ein bisschen dämlich. So. Haben wir das Team geheilt. Und dann sind wir wohl auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Auf dem Weg zur Pokémon-Liga. Genau. Da geht's hier entlang. Auf Route 22. Auf zur Pokémon-Liga. Ja, so sieht's aus. Hier mal kurz speichern an dieser Stelle. Das wäre nicht schlecht. Ich habe da nämlich so eine Vermutung, was dort auf uns wartet. Dass da vielleicht noch ein Rivalenkampf, ein großartiger Rivalenkampf erwartet. Ja, okay. Dann wagen wir uns vielleicht gleich hin. Ich habe auf jeden Fall einen Plan, wo wir das legendäre Pokémon Zapdos noch finden können. Vielleicht machen wir das hier vorher. Bevor wir uns hier Richtung Top 4 wagen. Ich bin mir nämlich sehr, sehr, sehr sicher, dass hier noch der Modi vorbeikommt. Unser Rivale. Und uns hier an dieser Stelle herausfordert. So war es zumindest in Pokémon Gelb. Ich glaube, das werden sie hier nicht rausstreichen. Das kann ich fast nicht glauben. Deshalb zeige ich euch erstmal, wo es weitergeht. Mit Zapdos. Oh, Blink hat ein Geschenk. Sehr gut. Mini-Pilz. Hervorragend. So, dann flieg mal, Blacky. Flieg. Du kleines Evoli. Himmelsritt. So, da kann ich es euch zeigen. Hier nämlich ganz weit hinten. Das hätte ich niemals gefunden, wenn ich nachgeguckt hätte. Auf der Route 10. Kraftwerk. Hier haben wir es sogar auf der Karte vermerkt. Auf Route 10 zwischen Lavandia und Kraftwerk. Zwischen Lavandia und Felstunnel liegt das Kraftwerk. Da fliegen wir also erstmal nach Lavandia. Ja, genau hier ist das Bild. Das ist genau das Bild. Da werden wir gleich hin. Da fliege ich mal kurz hin. Kleiner Schnitt. Und ich bin direkt tot.
Jau, hier sind wir angekommen auf Route 10. Genau, da wollten wir hin. Da haben wir damals die Lorelei kennengelernt. Die hat sich hier mit Team Rocket gefetzt. Genau hier an dieser Stelle bei dem Pokémon Center. Ja, da brauchen wir unsere Pokémon jetzt nicht heilen. Ist nichts passiert. Fast nichts. Ja, hier auf dieser Wasserroute, da muss man lang. An dieser Stelle konnten wir leider noch nicht Surfer einsetzen. Deshalb konnten wir hier noch nicht lang surfen. Aber wenn man jetzt mit Evoli die Surfer-Attacke einsetzt und Wellensport, dann kann man hier einmal lang surfen. Einmal durch die Gegend surfen. Und so relativ schnell zum Kraftwerk kommen. Und so sieht's aus. Dann muss man wildes Tentacher. Flucht. Müssen wir nicht greifen. Müssen wir nicht fangen. Können wir die Flucht ergreifen. Die Flucht. Genau die ergreifen wir hier. Die Flucht. So, Carvador. Nee, jetzt bin ich wieder weg. Rausgehüpft aus dem Wasser. So, rein ist die Evoli. Da rein ins Wasser. So. Und da haben wir es gleich schon. Hier einmal um die Ecke. Einmal rum noch um die Ecke. Da haben wir einen Pokémaniac, den wir schön umgehen. Und was haben wir da? Ein Kraftwerk. Und da gehen wir dann im nächsten Part hinein und holen uns das Zapdos, was hier im Kraftwerk auf uns wartet. Kleiner Spider schon an dieser Stelle und hier ein Donnerstein. Hervorragend. Na dann, ein Däumchen nach oben, sollte euch dieser Part gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr seid und ja, nicht den nächsten Part mit Zapdos verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, frostigen Tag und man sieht sich morgen. Pokémon Let's Go Evoli, dem nächsten Part wieder. Der Marathon auf meinem Kanal. So sieht's aus. Wir spielen das durch, damit wir mit Pokémon Schwert und Schild anfangen können. Das Nachfolgeprojekt. Ohne noch das offene Projekt Let's Go Evoli zu haben. Naja, man sieht sich. Haut da rein und ciao, ciao.